Dubai ist ein luxuriöser und extrem teurer Ort. Natürlich wird es viele berühmte Leute hierher locken. Allerdings scheint nicht alles rosig zu sein. Georgina Fleur wurde nach dem Anschlag in Dubai ins Krankenhaus eingeliefert. Der 34-jährige Moderator zeigte am Donnerstag auf Instagram schwere Gesichtsverletzungen. Über ihrem linken Auge war ein großer Schnitt zu sehen und auf ihrer Augenbraue befand sich noch getrocknetes Blut. Seitdem machen sich die Fans große Sorgen um den TV-Star. Besonders zu dieser Zeit postete Georgina auch Bilder im Krankenzimmer. Was ist da los? Darüber hat die Mutter eines Kindes ihre Follower bisher im Dunkeln gelassen. Am Freitagabend erklärte die ehemalige Dschungelcamperin in einer Story, wie es zu ihren Gesichtsverletzungen kam. Eigentlich wollte sie nur ihren Geburtstag in einem Restaurant in Dubai feiern. Doch der Abend endete mit ihr im Krankenhaus, wie sie sagte. Aus dem Nichts und ohne vorherigen Konflikt warf ihr ein, völlig Fremder, ein Glas ins Gesicht. Mein ganzes Gesicht, mein ganzes Kleid, alles war voller Blut, sagte Georgina sichtlich geschockt. Das Ergebnis des blutigen Angriffs, eine Beule mit 5 Schnittwunden über ihrer Augenbraue. Nach dem Vorfall wurde Georgina direkt ins Krankenhaus gebracht und die Schnittwunde musste genäht werden. Eigentlich musste sie dort übernachten. Doch entgegen dem Rat der Ärzte beschloss Georgina, mit ihrer 2-jährigen Tochter nach Hause zu gehen. Der Star weiß nicht, warum die Frau sie angegriffen hat. Georgina hatte sie noch nie in ihrem Leben getroffen. Der Angreifer wurde noch vor Ort festgenommen. Es wird erwartet, dass Georgina am Sonntag gegenüber der Polizei eine Erklärung zu dem Vorfall abgibt. Die erste ist die obligatorische Ruhezeit. Aufgrund ihrer Verletzungen muss sie nun einige Modeljobs und Auftritte absagen. Georgina sagt in der Geschichte: Leider hatte ich ein ähnliches Augenerlebnis. Ich werde jetzt bestimmt seit 4 Wochen entstellt. Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm channel Dostorian Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.